Auch in dieser Sendung erfahren Sie die Neuigkeiten von unserem Kooperationspartner ÖRMDC. Und da begeben wir uns heute auf eine Zeitreise. Knapp 60 Jahre ist es her, da hat das erste Pannenfahrzeug seinen Dienst aufgenommen und damit die Beiwagenmaschinen bei der Pannenhilfe unterstützt. Und Sie werden es nicht für möglich halten, was das für ein Fahrzeug war. Es war ein knallgelber Buch 500, der hier seine Dienste aufgenommen hat. Wenn man in der Geschichte der ÖAMTC-Pannenfahrzeuge stöbert, dann sticht einer ganz besonders hervor, der Steyr-Puch 500. Der Steyr-Puch 500 wurde 1958 für den Einsatz als erstes Pannenhilfeauto getestet und bereits ein Jahr später, nämlich 1959, stellte der ÖAMTC 61 Puch 500 Pannenfahrzeuge in seinen Dienst. Autotouring-Redakteur Christian Stich hier im Bild ist den Puch 500 gefahren und weiß jetzt, warum der kleine gelbe Engel der 60er Jahre in der Geschichte des ÖAMTC zu Recht ein ganz großer ist. So klein und schon ein echtes Auto werden sich vor allem die Jungen denken beim Anblick des Puch 500. Dabei war der knapp 3 Meter lange Kleine in den 60er Jahren ein richtig großer. Vor über 60 Jahren wurden bereits 61 der gelben Pucherln, wie sie liebevoll genannt wurden, in den Dienst der Straßenwacht des ÖAMTC aufgenommen, um dort die Motorradbeiwagenmaschinen im mobilen Pannendienst zu unterstützen. Absolut erstaunlich auch, was alles im Innenraum des Puch 500 Platz hatte. Ein Reservekanister, Sprays, Taschenlampe, ein Feuerlöscher, ein Sortiment an Dichtungsringen, Utensilien zum Reifenwechseln und, ganz wichtig, im Falle eines Unfalles, konnte man, wenn Menschen vorbeifuhren, einen Arzt suchen, der vielleicht erste Hilfe leisten konnte. Hinten zum Beispiel eine Starthilfe, die sogar noch moderne Autos heute locker wieder flott machen. Im Heck des Puch 500 knattert ein Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor von Steyr-Puch munter vor sich hin. Ich glaube, das kann man auch recht gut hören. Seine 16 PS aus 500 Kubikzentimetern haben mit den 480 Kilogramm Eigengewicht des 500er eigentlich ein relativ leichtes Spiel. Selbst der Verbrauch war damals mit rund 5 Litern durchaus wirtschaftlich. Erstaunlich auch die exakte Schaltung für die damalige Zeit. Weniger gut natürlich, und das ist man heute nicht mehr gewöhnt, ist die Lenkung. Die ist nämlich so indirekt wie von einem Kreuzfahrtschiff. Der Puch 500 ist das Straßenwachtfahrzeug schlechthin. Selbst die später eingesetzten VW Käfer erreichten nie seine Popularität. Und so ist das Pucherl auch heute noch auf jeder Jubiläumsfeier des Clubs der Star der ÖAMTC-Pannenhilfe.